Welche Fähigkeiten benötigen wir für die echte Liebe? Wie verändert sich die Liebe? Wie verändere ich mich selbst in der Liebe? Was kann ich beitragen zur Liebe? Auf diese Frage möchte ich heute kurz eingehen und versuchen, Antworten zu finden. Wir alle haben unsere romantischen Vorstellungen, Wünsche, Träume über die Liebe, wie sie sein soll. Vielleicht erhoffen wir uns von der Liebe Bewunderung, Vorteile, gesellschaftliche Geltung, etwas, was einem selbst fehlt, was man gerne sein oder erstreben möchte. Für Erfolg, Profit und Prestige, für das große Geschäft, bringen wir durch Erziehung und Ausbildung meist mehr Wissen und Fähigkeiten mit als für die echte Liebe. Welches Wissen und welche Fähigkeiten benötigen wir für die echte Liebe? Wie muss ich selbst sein, um echt lieben zu können? Nach meiner geringfügigen Lebenserfahrung kann ich sagen, dass Bescheidenheit eine wichtige Grundvoraussetzung ist für die echte Liebe. Bescheidenheit im Sinne von, dass die Bereitschaft da ist, sich einzuordnen, eine Bindung einzugehen und dass man mit Rücksicht auf den Partner auf übertriebene Ansprüche verzichtet. In Asien gibt es einen Spruch: Wenn du fühlst, dass in deinem Herzen etwas fehlt, dann kannst du auch, wenn du im Luxus lebst, nicht glücklich sein. Ein weiteres Erlebnis hat mich zum Nachdenken angeregt. Eine junge Frau hat mich einmal gefragt: Dor, was hat sich verändert, seitdem du verheiratet bist? Ich habe kurz überlegt und gab folgende Antwort: Was sich verändert hat, ist, dass eine große Selbstverständlichkeit in der Beziehung da ist. Es ist selbstverständlich, dass man einander liebt. Es ist selbstverständlich, dass bestimmte Aufgaben aufgeteilt werden. Es ist selbstverständlich, dass man für die Familie sorgt. Durch diese Selbstverständlichkeit verändert sich die Liebe in einer anderen Form als zu Beginn der Beziehung. Das Leben wird organisierter, es fehlt die Zeit füreinander und miteinander. Wir fühlen uns auch nicht mehr so frei, da wir mehr Verantwortung im Leben tragen, sei es im Beruf oder für die Familie. Auch verändert sich die Kommunikation in der Beziehung. Wir erleben in Beziehungen oft, dass gewisse unausgesprochene Unstimmigkeiten, Vorbehalte und Empfindlichkeiten so weit stören, dass man zu Umwegen gezwungen ist, deren Notwendigkeit man zuerst eigentlich nicht wirklich begreift. Das geht uns mit anderen Menschen so und ich vermute, dass es anderen mit uns ebenso ergeht. Dadurch beginnen wir auch immer mehr über die anderen nachzudenken. Nach meiner geringfügigen Lebenserfahrung ist es nicht immer gut, über die anderen Menschen nachzudenken. Es ist sehr viel besser, über sich selbst nachzudenken. Wenn wir Klarheit haben wollen in unserem Leben, wenn wir Dankbarkeit in der Beziehung spüren wollen, müssen wir uns jeden Tag bemühen, etwas dafür zu tun, dass es uns auch selbst gut geht. Wenn du alles dafür tust, damit es dir gut geht, dann wirst du ein angenehmer Partner sein. Schon deshalb, weil du all das nicht tust, was andere nicht leiden mögen, aber dafür tust du aus eigenem Interesse eine ganze Menge, was andere gerne mögen und wovon sie reichlich profitieren. Wahre Reichtum ist in uns selbst zu finden. Niemand weiß so viel über dich wie du selbst. Schließlich stehen dir ja die Erfahrungen deines gesamten bisherigen Lebens zur Verfügung. Wer bin ich? Wie liebe ich? Wie lebe ich? Erst die Antworten darauf geben dir die Chance, ganz der zu sein, der man wirklich ist, und ganz der zu werden, der man sein könnte. Wer sich selbst kennenlernt, gelangt dadurch zur besten Einsicht in seine individuellen Voraussetzungen, erkennt seine Möglichkeiten und Grenzen, begreift die tatsächlichen Ursachen seiner Erfolge und auch seiner Misserfolge, sei es im Beruf, in Beziehungen oder in der Liebe. Alle Liebesbeziehungen werden durch ein Ja besiegelt, das aus vollem Herzen kommt. Das ist das sprachliche Symbol der Liebe, das wir zum Ausdruck bringen, wenn wir uns entschließen, mit einem anderen Menschen zusammenzuleben. Es geht um Echtheit und Aufrichtigkeit füreinander und dass wir eine Verpflichtung eingehen, die Bestandteil des Traums von einem gemeinsamen Leben ist. Ja zu sagen bedeutet auch, das Vertrauen und den Willen, einen gemeinsamen Raum zu schaffen, in dem die Einsamkeit für eine Weile in den Hintergrund gedrängt wird.
Im Leben vieler Menschen gibt es Augenblicke, in denen dieses kleine Wort wie das größte Geschenk erscheint. Oft nehmen wir uns vor, alles dafür zu tun, um uns dieses Ja eines anderen Menschen zu verdienen. Und ebenso geht dieser Vorsatz im Alltagstrott in Vergessenheit. Wir alle kennen das Gefühl, wenn die Wasseroberfläche unruhig, stets in gedanklichen Bewegungen ist, emotional hin und her gerissen die Welt in und um uns erlebt wird. Sobald sich aber diese Wasseroberfläche beruhigt, sie ganz still ist, wird das Wasser klar und man sieht bis zum Grunde hinunter. Aus der tiefen Erfahrung heraus, bis zum Grunde hinunter zu sehen, erleben wir das Leben zu lieben und die Liebe zu leben. Und mit dieser Gewissheit und Demut sollten wir dem Leben und der Liebe jeden Tag begegnen. Nehmen wir die Liebe an als ein großes Geschenk, vom steten Gefühl begleitet, ein wunderbares Privileg zu empfangen. Ich möchte mit einem kleinen Lächeln mich verabschieden. Nur ein Lächeln. Es verbindet, ohne anzubinden. Es berührt, ohne anzustoßen. Es richtet auf, macht Mut und schafft Vertrauen, ganz ohne Worte. Danke. Thank you.